Ja, willkommen zurück. Eine neue Runde 7 Days to Die. Ihr seht, wir sind in einem Schneebiom, also wir sind nicht bei uns in der Basis. Ich war mich ein bisschen fleißig und habe hier schon mal angefangen, die Karte quasi abzufahren nach den roten Rändern. Wir sind jetzt hier und unsere Basis ist eben ein wenig weiter weg. Die müsste hier unten irgendwo sein, genau hier. Und ja, bevor wir jetzt uns quasi in die Action schmeißen, habe ich ein kleines Anliegen, und zwar, ich freue mich mega. In letzter Zeit sind sehr viele Abos dazugekommen, da freue ich mich wirklich riesig drüber. Also ihr könnt euch das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber ich mache das jetzt ja schon ein bisschen mittlerweile und ich freue mich wirklich über jedes Abo, welches dazukommt. Und ich sehe halt auch, wie viele Leute mir noch nicht folgen, die meine Videos schauen. Heißt nicht, dass ihr die Videos nicht gucken dürft, wenn ihr mir nicht folgt, um Gottes Willen. Aber lasst mir doch einfach ein Abo da, dann verpasst ihr vor allem kein Video. Und ja, ich freue mich halt eben, wie gesagt, wirklich über jedes Abo, jede Kommentar quasi, was wir in unserer Community machen oder ja, die Reaktion einfach auf meine Videos. Da bin ich echt immer sehr neugierig drüber, wie euch die gefallen oder was auch immer, was eure Anliegen sind, wenn ihr Fragen habt. Oder Hinweise, haut's einfach in die Kommentare. Ich freue mich da wirklich drüber. Und ja, noch eine zweite Sache, während hier der Magen von meinem Typen knurrt. Und zwar, ich bin auch auf Instagram. Dort heiße ich einfach GamingTree_. Müsst ihr mal schauen, das Logo ist ja eigentlich relativ, ja, es sticht schon ins Auge. Müsst ihr mal schauen, es gibt mehrere Gaming-Trees leider. Aber nur ich bin der einzig wahre, sage ich mal so. Und ja. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da ein Abo dalasst. Ich werde den Link wahrscheinlich auch in die Kommentare posten. In die Kommentare, in die Beschreibung natürlich. Und ja, lasst mir einfach auch dort ein Abo da. Da können wir uns auch besser, ja, können wir einfach besser kommunizieren miteinander. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, was ich besser machen kann, einfach in die Kommentare bei Insta, wo ihr einfach Bock habt. Und ja. Dann würde ich sagen, starten wir direkt. Wir labern gar nicht so viel und starten einfach direkt und gucken mal, was uns heute erwarten wird. Problem ist, mir gehen langsam die Pfeile aus. Also ich habe jetzt nicht mehr so viele Pfeile. Ich habe jetzt nur noch 6 Pfeile insgesamt, aber ich habe einen guten Knüppel. Und ja, den werden wir halt einfach einsetzen, den Knüppel. Ja, shit. Jetzt habe ich natürlich kein Wasser mehr, ist aber in dem Biom gar nicht schlimm. Man kann hier einfach den Schnee wegkloppen. Na super, komm her, Junge. Komm, 1 gegen 1, Junge, komm her. Okay, er hat einfach mit einem Schlag den Stein geteilt, alles klar. Okay. So. Was machen wir jetzt? Wir machen ein Lagerfeuer. So, hier ist es auch schon. Das stellen wir einmal her. Dafür müssen wir irgendwas verwerten, das hier. So, und dann kloppen wir das einfach mal hier rein. Zack. Was brauchen wir dann? Holz, Freunde. Holz brauchen wir. Weil Gläser haben wir ja genug. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Holz. Oh, hoffentlich kann ich das auch machen. Nicht, dass ich jetzt hier die ganze Arbeit habe. So. Wow, Leute. Verflixt, ey. Gut, also, wir brauchen scheinbar einen Topf. Das ist nicht gut. Weil da haben wir nämlich keinen. Ja, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als ein bisschen trübes Wasser zu trinken. In der Hoffnung, dass uns da nicht sonderlich viel schaden. Das ist Spiritus, jawohl. Ja, shit, ey. Im Moped habe ich, glaube ich, auch kein Wasser. Ja, scheiß drauf. Wir trinken das jetzt einfach und hoffen einfach. Ja, ihr seht es hier unten links, wir haben Durchfall, klasse.
Ja, ist halt nun mal so. Und das ziehen wir jetzt erstmal an, damit unserem Bowl wieder warm wird. Ach, wir hatten sogar schon einen. Shit. Okay, wir sollten auf jeden Fall schleunigst zusehen, dass wir irgendwo hinkommen, wo es nicht so kalt ist, weil trotz Mantel ist unserem Typen tatsächlich warm. Kalt, oh Gott. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, dass wir Richtung. Ich sehe es halt auch gar nicht. Ich glaube hier, genau. Wir müssen in den Westen, oder nicht? Genau, wir müssen Richtung Westen, Freunde. Das heißt, wir düsen jetzt einfach mal hier in die Richtung. Hier war das Haus, wo wir eben gerade drinnen waren. Guck mal, hier ist auch eine Subli-Box, die sammeln wir noch schnell ein. Warte mal, ich muss mal ein bisschen Platz machen im Inventar, weil das ist sehr begrenzt gerade. Ich mal irgendwie eine Gun mitnehmen sollen oder so. So, wo ist denn jetzt die Subli-Box, Freunde? Ach, hier oben steht sie. In diesem Baum drin. Wir looten erstmal den Baumstamm. Gucken, ob da was Geiles drin ist. Ja, da wäre unser Topf gewesen. Da hätten wir uns den Durchfall ersparen können. Joa, ist okay. Maschinenpistole. Ist eben schon bekannt. Und Verbandskasten. Aber wir kriegen eben unten Fähigkeiten. Also Wissenschaft ist jetzt gestiegen. Davor war es der Feuerwaffenschmied, der eben gestiegen ist. Und ja, jetzt gucken wir mal, wo wir geparkt haben. Wo haben wir geparkt? Hier. So. Oh, was ist hier? Ist hier eine Mine? Nee, schade. Also so Höhlen und Minen fehlen hier irgendwie, finde ich. Also ich habe bisher noch keine gesehen. Ja. Oh. Da ist der Bruce, Junge. Bruce, moin. Gut, das war nix. Der hat gepasst. Stabil. Hat er eine Sonnenbrille dabei? Ich habe das Gefühl, wenn die sterben, dann schreien die ja nochmal so. Und ich habe immer das Gefühl, die rufen dann ihre Buddies. Boah, die gehen schon ganz schön ab hier, die Boys. Vor allem, wenn hier auf einmal so viele sind. Macht euch weg hier. Ja, drei Stück, scheiße, ich habe nur noch einen Pfeil. Ja, bisschen Kettensägen-Massaker hier. So. Nicht mit mir, Kollege. So, das machen wir jetzt so kurz weg, weil das ziemlich laut ist. So, eine Kettensäge ist schon ganz schön praktisch, wenn man die dabei hat. So, die hätten aber leider alle nichts dabei. Schade. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal aus diesem Biom hier raus, aus diesem Schneebiom. Können wir mal gucken. Jawohl, kurz davor. Ich glaube, das ist wieder Wüste. Aber besser als hier zu erfrieren. Ich brauche auch, habe ich denn Antibiotika? Aber das Problem ist, wenn ich die jetzt nehme, kriege ich wieder Durst. Das ist doch scheiße.
Auf der anderen Seite, ich kann mir nochmal ein Lagerfeuer herstellen. Weil den Schnee habe ich ja eh dabei. Ich glaube, das mache ich jetzt. Ich stelle mir nochmal ein Lagerfeuer her, Freunde. So, das Lagerfeuer schmeißen wir jetzt hier hin. Brauchen wir wahrscheinlich nochmal Holz, genau. Zack. 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 Und jetzt stellen wir einfach ein paar Flaschen Wasser her. Warum kann ich das denn jetzt nicht? Ach so. Warte. Ah, ich habe die anderen Dinger hier rausgenommen. Ich habe hier reingepackt, die anderen Gläser. Ja, boy. Ich kümmere mich schon drum. Warte. So, jetzt gönnen wir uns erstmal hier eine Tablette, damit der Durchfall weg ist. Zack. Klasse wäre halt, wenn wir jetzt irgendwie ja, was gejagt hätten. Warte mal, da vorne war doch so ein Reh. Das fahre ich erstmal um. Wo war denn das? Wo ist denn das Reh, Freunde? Da ist das Reh. Das düse ich, mähe ich jetzt erstmal von hinten schön um. Zack, weg ist es. Junge, deine Freunde sind eben auch gestorben. Verpiss dich hier. So, wir sind versteckt, das ist gut. Und jetzt müssen wir dieses Reh erstmal hier häuten. Ja, Bro, du kriegst gleich was zu essen, beruhig dich jetzt. So. Zurück zur Feuerstelle, die war hier oben irgendwo. Nur ein bisschen langsam fahren. Da oben ist es. So, jetzt machen wir erstmal hier gegrilltes. Scheiße, das kann ich ja gar nicht machen. Dafür brauche ich jetzt so einen Rost, ne? Junge. Komm her. Das zieht uns sehr viel Hydration. Aber wir haben ja auch genug Wasser hier. Mein Wohlbefinden auch nicht hochgeht, verstehe ich manchmal nicht, ne? Jetzt ist es hochgegangen, aber so viel Fleisch, wie ich jetzt gefuttert habe, hätte ja schon viel höher sein müssen. Ja, läuft auf jeden Fall erstmal. Das ist was hier, falls ich irgendwann mal wieder Hunger habe und irgendwann mal wieder hier in der Nähe bin. Dann habe ich auf jeden Fall eine kleine Futterstelle, die ich wahrscheinlich sowieso nie wiederfinden werde. Aber so ist das nun mal. Die tragen. Ja. So, jetzt sehe ich aber wahrscheinlich einigermaßen gescheit aus. Zack. So, Freunde. Jetzt sind wir wieder in einem Biom, was ich schöner oder besser finde. Hier oben ist eine Stadt. Die ist aber in so einem beschissenen Biom wieder, in diesem, ja, in diesem Scheiß-Biom eigentlich. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Die schmeiß ich jetzt da rein. Die hier unten rein. Die Axt heben wir auf jeden Fall auf. Ansonsten können wir alles ja noch ein bisschen stapeln. Ne? Hier der Puffermantel, der kommt nur da rein, jawohl. Ja, ist halt scheiße, weil wir jetzt erstens gegen einen Baum fahren und zweitens,
Weil wir eben keine Munition mehr haben. Das ist irgendwie ein bisschen kacke. Wir müssen mal gucken. Wenn nicht, müssen wir uns spontan umentscheiden und doch wieder zurück zur Basis fahren. Dann wird das eine relativ kurze Folge, Freunde. Aber dann ist es nun mal so. Ich kann es dann leider auch nicht ändern. Ich glaube, wir müssen einfach nur geradeaus, ne? Ja. Irgendwann geht auch das Benzin von der. Wow! Wow! Shit! Ah, gut, das ist noch zum Glück einigermaßen gut gegangen. Ich kann jetzt noch nicht unterscheiden, ob das diese rennenden Viecher sind oder diese brennenden Viecher. Die klingen schon alle sehr identisch, finde ich. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wo wir hier sind. Genau, wir fahren jetzt einfach mal hier komplett lang und erkunden einfach mal die nächste City tatsächlich. Ich bin gespannt. Das scheint aber auch eine sehr große Stadt zu sein. Auch wenn hier nicht viele Häuser irgendwie stehen. Du scheiß Köder, Junge. Zack. Fahren einfach mal. Vielleicht gibt es hier ein cooles Geschäft, was wir nochmal looten können. Shotgun Messias oder was auch immer. Aber ich denke, das ist irgendwie hier so ein bisschen eine Geisterstadt, ne? Also, bis auf diesem Skatepark hier. Und da hinten war, glaube ich, ein. Oh, was ist das? Kirche. Ja, hier hinten war irgendwo ein Hotel oder sowas, ne? Das ist. Das Ding hier. Ostrich Hotel. Jim's Cars, okay. Ist das hier? Hier ist noch ein Geschäft. Das ist, glaube ich, die Bank, ne? So wie das mir aussieht von hinten. Ah, hier ist noch ein Geschäft. Crack a Book. Das können wir auf jeden Fall noch mitnehmen, wenn wir das noch nicht hatten. Ah, shit, ich glaube, hier war ich schon mal drinne. Ja. Hier waren wir schon mal drinne, Freunde. Jawohl, Working Stiff Tools. Auch immer sehr cool, sowas zu looten. Da ist ein Schwein. Ah, das Problem ist, wir sind halt auch so voll schon. Ja, Junge, kommt her, Freunde. Ich muss sagen, diese Keule, die macht halt auch extrem Spaß, ne? Guck mal, da ist nur so ein Freddy. Freddy, komm her. Auf die Knie mit dir, du Hund. So, das haben wir auch erledigt. Ich muss mir mal hier so einen Überblick verschaffen. Guck, da kommt noch einer. Der hartgesottene hier. Die Schnauze. So, der hat nur Scheiß dabei. Das brauche ich alles jetzt nicht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Okay, es ist kein Mensch oder kein Zombie hier in dem Fall. Jetzt gucken wir mal. Also, das kann man gut verkaufen, wenn man das mal höher gelevelt hat, auf jeden Fall. Ah, ich glaube, ich muss hier echt mal ein bisschen was wegwerfen. Es nützt nichts, Freunde. Ich muss was wegwerfen hier. Weil Shotgun Messias würde ich gerne noch mitnehmen. Ah, scheiße, jetzt habe ich diesen Schnee. Naja, egal. So, die kloppt da hinten ein bisschen rum. Wir gehen hier rein.
Da läuft was, okay. So, die nette Dame wollte rauskommen. Ich bin aber zu ihr rein und ja. Hatte natürlich mein Totschlagargument dabei. So, was haben wir hier? Einkaufswagen. Jawohl, Bier ist immer gut. Da muss ich gleich mal gucken. Das ist, glaube ich, Jagdmesser, wenn mich nicht alles täuscht, das Buch. Jawohl. Kühlschränke loote ich in der Regel nicht mehr. Weil wir halt aktuell alles haben. Genau, Jagdmesser, super. Das lesen wir. Was gibt's hier Schönes drin? Vorschlaghammer, sehr geil. Jawohl, nehmen wir mit. Ja, ich finde es so assi, dass man nicht einfach mehrere Körbe an das Moped basteln kann. Wenn ich nur ein Moped hätte, ich würde da 50 Körbe dran bauen, damit ich echt viel mitnehmen kann einfach, ne? So, hier noch was Schönes drin für uns. Einfach mal einpacken und weiter geht's. Komm, eine Knarre, bitte. Geil, eine Knarre. Das hilft uns schon mal ein wenig zumindest weiter. Zack. Da ist nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. In der Regel probiere ich auch immer echt alles mitzunehmen. Ich bin ja nicht so ein Verschwender. Manchmal schon. Ich weiß halt, draußen am Moped, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Platz. Also, ich werde jetzt mal gucken, dass ich da rauskomme. Um hier eben ein bisschen was reinzuwerfen noch. So. Shit. Nee, das war auch voll, das Moped. Joa. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Spiritus. Ja. Komm her, scheiß drauf, das brauchen wir eigentlich alles gar nicht hier. Ganzen scheiß Brillen da. So, dafür nehmen wir aber den Vorschlaghammer, den packen wir da rein, die Schaufel auf jeden Fall. Freunde. Die Federn schmeißen wir weg. Hier das scheiß Brot auf jeden Fall auch. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz. So viele, also hinten stehen noch viele Kisten hier in dem Raum. Aber ich weiß eben, dass da auch viel Scheiße oder manchmal gar nichts drin ist. Jawohl. Ja, jetzt wird schon wieder Scheiße. Wichtig, das Ding. Das gibt's doch gar nicht. Warum ist hier immer so gutes Zeug drinne? Ah, Freunde. Warte mal, vielleicht sollte ich... Scheiße, zu spät. Na, immerhin. Ja, nice. Moment, ich habe doch E-Metall. Ich habe doch chronische Metallnot. Na, also diese Dinger hier, die gehen eigentlich immer ganz gut ab. Die bringen immer viel Metall, finde ich, im Verhältnis. Aber ich muss hier echt mal den Ton ein bisschen leiser machen, Freunde. Wartet mal. Ja, so ist besser. So, da muss man halt leider mal hier so ein Geschäft komplett abbauen.
Wie viel Metall haben wir? 700, okay. Wir brauchen viel Metall im nächsten Step für unsere Basis. Am besten wäre halt, wenn wir wirklich mal langsam den Erdbohrer kriegen. Vielleicht fahren wir auch gleich nochmal zum Trader und verkaufen dem ein bisschen was. Wir haben ja ein bisschen was. Oder machen mal eine Schatzsuche. Schauen wir einfach mal gleich, was wir machen. So 1400, ihr seht, Freunde, wie schnell das eigentlich geht, wenn man wirklich in so einem Geschäft hier einfach mal die Regale abbaut. Da ist ja, also, da ist ja eh nichts drinne. Ob die jetzt hier sind oder nicht, das ist egal. Aber ich denke, da werde ich auch noch mal eine extra Schicht einbauen, dass ich da irgendwo mal hinfahre und wirklich mal eine Menge ja, abbaue hier von diesen blöden Regalen. Wenn ihr noch mal Tipps habt, wie man besser an Eisen kommt, schreibt es dann einfach mal in die Kommentare. Da bin ich mal gespannt, ob ihr vielleicht eine Möglichkeit kennt, die noch ein bisschen schneller geht. So, hier haben wir 2-1, das ist schon mal gut. So, super. Ja, Freunde, ich gucke jetzt einfach mal, warte mal. Oder wir gehen erstmal hier raus, fahren noch mal eine kleine Runde. Ich bin jetzt eh so voll, ne? Ich kann auch nichts mehr großartig wegschmeißen. Nichts mehr, was ich... Doch hier... Ich muss halt gucken, wegen Sprit, ne, Freunde, dass wir da noch zurückkommen. Aber da haben wir, glaube ich, noch knapp über 50, jawohl. Ja. Gibt es denn hier noch auf dem Weg was zu erkunden? Was war denn hier? Hier oben war doch unsere erste Basis, ne? Das war doch hier oben. Da fahren wir jetzt einfach mal hin, Freunde. Wir fahren Richtung Norden zu unserer ersten Basis, die wir hatten. Dafür fahre ich jetzt einfach mal hier, zack. Eine elegante Drehung. Hier ist jetzt der Erdbohrer drinne, Freunde. Mit Ansage? Nee, leider nicht. Wenn ich das Ding jetzt abbaue, was kriege ich? Ja, irgendwie nur Kacke. Brauche mich nicht das Leder. Elektrische Teile ist natürlich auch immer geil eigentlich zu haben. Aber ich brauche auf jeden Fall hier Scheiß drauf. Das schmeiße ich jetzt weg. Benzin. Ist das hier? Schraubenfedern. Benzin. Elektrische Teile. Schrauben, Federn, Kurzeisenrohr. Kurzeisenrohr, Holz. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Manchmal liegt dann hier ein Motor dazwischen. Den würde ich natürlich auch noch gerne mitnehmen. Aber in dem Fall
gab es halt eher weniger was. Wie gesagt, einfach mal hier ein bisschen Sprit mitnehmen. Natürlich bringt auch das wieder ein bisschen Metall ein. Das loote ich jetzt nur. Jawohl, nichts drin. So, jetzt gucken wir mal bei unserer Anfangsbasis, in Anführungsstrichen Basis, weil eine wirkliche Basis hatten wir uns ja noch gar nicht errichtet. Aber wir gucken einfach mal, was wir da so am Schlüssel haben. Warte mal, war nicht hier auch bei dieser Basis irgendwo der Trader? Warte mal, war denn nicht hier irgendwo der Trader? Wo war der denn der Trader? Der war doch hier irgendwo. Einen Trader hatten wir doch schon gefunden. Der hier, nee. Ist das der Trader? Kann sein, dass das der Trader war. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir gucken jetzt erstmal in unserem alten guten Häuschen. Was ist hier so schön? Es gibt hier war auf jeden Fall ein Bär. Der, ach guck mal, hier ist es doch. Da ist doch unsere Basis. In Anführungsstrichen Basis. Ja, hat damals auch ausgereicht. Halt's mal. Ist denn los mit dir? Was willst du denn von mir, Junge? Du hast gar nichts getan, ey. Schlägt der so auf mich ein da? Ja gut, wir haben ein kleines Problem und zwar wird uns ein bisschen warm, weil wir eben Mantel anhaben. Das ist echt scheiße. Ja gut, aber hier ist ja nichts mehr. Oh, hier ist doch noch einiges. Aber ich sag mal so, den meisten Scheiß, den verwerte ich jetzt einfach. So, das konnte ich jetzt noch mitnehmen. Wenn ich das Ding jetzt ausziehe, was könnte ich denn? Warte mal. Sorry, Bro, du musst das nochmal anziehen. Dann will ich das Ding hier verwerten. Dann ziehe ich das wieder aus und guck mal, was ich jetzt hiervon noch mitnehme. Also, das interessiert mich recht wenig. Das nehme ich mit. Das verwerte ich auch. Eier. Ja, 8 Eier sind schon eigentlich nicht schlecht. Schmeiß ich das jetzt hier weg. Zack. Ja, Freunde, ich denke, so lassen wir es erstmal. Ja, war doch nice, mal wieder in der Heimat vorbeizuschauen. Es ist immer noch so warm, ne? Ne, jetzt geht's runter. Alles klar, Freunde. Ich denke, an dieser Stelle machen wir jetzt einfach mal einen Cut, weil, ja, wenn ich jetzt zurückfahre zur Basis, ist jetzt eh nicht so spannend. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich gehen wir zum Trader, ich weiß es noch nicht. Vielleicht machen wir erstmal eine Schatzsuche, damit wir uns das gönnen können. Ja, bleibt gesund. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt 7 Days to Die PlayStation 5. Bis dann, macht's gut. Tschüss.